Da hinten ist doch irgendwas. Guck rein. Eine Drecksackblase. Muss es als besiegt werden oder? Nee. Boah. Eindeutig nicht besiegt, dann schießen wir einfach mal drauf, was wir haben. Gut. Ich würde sagen, jetzt eindeutig besiegt. Es bewegt sich schon mal nicht mehr. Okay. Ich hab nen Scheinwerfer, schaut mal. Ich hab nen Scheinwerfer. Hoho. Ist auch cool gemacht, wenn man den Scheinwerfer hier durch wegnimmt, ne? Oh, da ist noch eine Drecksackblase. Und drei. So. Dann kommt der Scheinwerfer wieder zurück. Komm her. Und ab hinterher mit dir. Ich mach den Gegner platt. Mit Dings. Ja, das Vieh sieht sehr tot aus. Ach, dafür geben die auch sehr viel ab, muss ich sagen. Also darüber kann man sich eigentlich dann theoretisch auch nicht so wirklich beschweren. Die sind dann doch relativ sehr spendabel. Ah ja, haben wir es doch schon. Kling, kling. Schön, schön, schön. Ah, nee, nee, nee. So. Was haben wir hier? Stasebeschichtung. Jawohl, klar. Gut, dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt alles so im Laden haben. Ach ja, guck an. So. Entfernen. Entfernen, brauchen wir nicht. So, und wieder Alt drücken, um zu landen. Ja, wir könnten eigentlich mal hier unten gucken, ob da noch was ist. Vielleicht was Verstecktes. Na, komm her. Und? Eigentlich nicht wirklich was. Gut. Den schießen wir wieder nach oben. Vielleicht habe ich das Ding gerade wieder mitgenommen. Ist klar. Fluchtweg. Verriegelt. Gut, das Ding, das werden wir dann am Ende da hinten flüchten. Okay. Puh. Und dann schauen wir mal. Uah. Okay. Ja, so bist du mir am liebsten. Schwerelosigkeit aktiviert. Ja, sind wir wieder bei der Schwerelosigkeit. Wunderschön. Und ich muss wahrscheinlich wieder nach unten. Beziehungsweise erstmal dann Nibo. Was haben wir denn hier? Eine Abkürzung. Toll. So, komm her, komm her. Zwei Nachladen, zwei Clip. Das ist doch schön. Hier drüben irgendwas? Nein. Dann schauen wir mal ganz kurz hier rum, ob da noch irgendwas ist. Stille für. Oh! Die Tretminen sind wieder da. Gut.
Einmal. Und. Oh, schön. Irgendwas zum Werfen. Hallo. Scheinwerfer geht auch zur Not. Jungs und Mädels. Die wollen mir jetzt nicht echt sagen, dass ich nichts zum Schießen habe, hä? So. Sachen, damit hätten wir die Fallen auch außer Gefecht gesetzt. Da ist ein Logbuch. Ne, hier ist nichts. Okay. Ein Textlog gefunden. Serrano, einige Artefakte, die wir zur Untersuchung hergebracht haben, sind mit etwas überzogen, das ich als fossile Karfunkel bezeichnen kann. Wir dachten, sie seien inaktiv, da sie seit geschätzten Millionen Jahren tot sind. Aber als ich ihn an die Schwerkraft transmit waren, brach ein Teil der Wucherung ab. Als Crewmitglieder diese einsammeln wollten, entdeckten sie einige große Kapseln an den Wänden. Was? In denen vermutlich etwas heranreifte. Als sie sich ihnen näherten, sprangen sie auf und das, was herauskam, war entsetzlich. Wir verloren mehrere Crewmitglieder an diesem Tag. Was? Die Kreaturen sind seitdem im Transitschacht eingesperrt, bis wir sie untersuchen können. Was? Der andere Schacht wurde mit Laserminen versehen, um diejenigen abzuhalten, die mit uns vielleicht entkommen sind. Toll. Sehr witzig. Das jetzt, wo ich durch bin, ne? Das heißt, ich laufe gerade den Ilse Run Rickwards. Oder so. Ach, das ist ja typisch. Schwerelosigkeit deaktiviert. Danke fürs Gespräch. Okay. Okay. Das muss ich mir jetzt mal. Das werdet ihr jetzt gerade nicht sehen, aber ich notiere das mal. Ich weiß nicht, für was ich es brauche, aber ich notiere es mir mal. Krieger. So, das Zeichen ist also Krieger. Ich muss es nochmal leider angucken. Tut mir leid, Jungs und Mädels. Dude. Achso, das war das Doppelte hier. Gut. Damit hätten wir Krieger. Gucken, für was wir es brauchen. Okay, hallo. Ich liebe diese Taschenlampen und das sieht gut aus. Mhm. Okay, die malen also hier überall diese Zeichen ran sozusagen. Wenn die kommen jetzt gleich wieder alle aus den Lüftungsschächten hier raus. Wo ist denn hier noch? Bleib weg. So, ich glaube, da kam jetzt an mir vorbeigeflogen. Lebst du noch? Nö. Gut, also... Dings habe ich genug. Heilungsmittel, ich bräuchte bloß langsam mal... Ein Dings. Oh nein! Ja, das war so schlecht. Boah, ich hasse es so, als erschreckt zu werden. Also gib mir den auf den Sack. Steh auf. Boah.
Ey, da steht das. Das viel auch noch vor, so dämlich vor der Tür noch. So, jetzt glaube ich, das kann ich was anderes einsammeln hier. Das, was ich vorhin gerade nicht einsammeln könnte. Habe ich denn jetzt überhaupt verbraucht hier? Mal schauen mal. Naja, sieht ja gut aus. Ja, danke, dass ich wieder mal ein bisschen Pause drücken durfte. Boah, so. Ach, das ist ja... Böses Vieh. Böse Katze. Böse, böse Katze. So. Ja, so gefällt es mir schon lieber. Hä? Was sind das für hässliche Geräusche? Ach ja. Nein, 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 ich will dich nicht. Ich will dich auch nicht. Komm her. Ist es mal gut hier? So, wir haben also jetzt gleich wieder irgendwas zum Suchen für unseren. So, aha. Ja, du mich auch. Wieder irgendwelche Alienzeichen. Also ich muss sagen, diese großen Viecher sind schon, doch schon ein bisschen sehr anstrengend an sich, würde ich jetzt mal sagen. Höflich ausgedrückt anstrengend, würde ich es nennen. So. Gut. Ich denke mal, das muss mal das nächste sein zum Aufschreiben hier. Na, ah, bis zur Seite. Okay. Nicht ganz geschafft, beim immer aufzuschreiben. Also, ich habe, wie gesagt, bis jetzt noch keine Ahnung, für was man es braucht. Ob man da irgendwo am Ende einen Code eingeben muss oder so. So. Gut. Damit hätten wir den auch. Weiter geht's. Ja, komm her. Schön die Hand da durchgehauen. Komm her. So, wer bist du? Ach, scheißegal, wer du bist. Ich kann dir schon mal sagen, dass du was du bist. Du bist hässlich. Und flieg, mein junger Freund. Oh. Ah, das nennt man mit Bande, Jungs und Mädels. Ihr könnt das Zusammenspiel mit Bande. Gut. Jetzt muss ich also wieder nach oben. Was? Na, wir haben ja nicht so. Also die Viecher jetzt hier drin zu suchen, ist ja richtig. So, das ist weg. Oh, Alter. So, jetzt sehe ich gleich mal gar nicht mehr durch. Ja. Was seid denn ihr alle? Was war der?